48 Stunden ist das große Fußballturnier von Knossi und der hat uns gefragt, ob wir ganz viele von diesen kleinen Bällen hier ins Publikum schießen können. Die passen zufällig genau in so ein Abwasserrohr rein. Das schließen wir jetzt an unserer Druckluftkanone hier an und dann schauen wir mal, wie weit die fliegen. Das war auf jeden Fall schon mal besser als gedacht, aber fürs Stadion muss es auf jeden Fall viel, viel weiter fliegen. Deswegen bauen wir das Ganze jetzt in riesengroß. Anstatt den kleinen Feuerlöscher nehmen wir jetzt diesen riesigen Drucklufttank. Daran sieht man, dass es ein riesiger Tank ist. Das wird noch eine Arbeit. Und statt diesem Kugelhahn, der ja eigentlich auch schon echt groß ist, nehmen wir jetzt diesen übertrieben gigantischen Kugelhahn. Der ist einfach aus einem Atomkraftwerk. Das Letzte, was wir noch brauchen, ist ein riesiges Kanonenrohr. Johannes, man merkt, du hantierst nicht so oft mit großen Rohren. Unser Plan ist es, ein Loch in den Tank zu schneiden und den gigantischen Kugelhahn mit dem Rohr davor zu setzen. Hinten bauen wir dann noch eine Verkleidung aus Stahl, damit das Ganze wie eine richtige Shotgun aussieht. Ich habe richtig Lust, gerade auf Tresore zu knacken, wenn ich das so sehe. Das hat ja richtig gut funktioniert. Als nächstes setzen wir den Kugelhahn davor und dafür schneiden wir ein Blechstück zu. Das ist so anstrengend und dabei wird einem einfach übelst warm. Kurze Frage, darf man sowas überhaupt bauen? Also das Ding ist, an sich darf man keine Kartoffelkanonen in Deutschland bauen. Es gibt aber noch kein Urteil, dass irgendjemand eine Strafe dafür gekriegt hat. Die werden immer nur von der Polizei weggenommen. Und ich glaube kaum, dass die Polizei mit der riesigen Shotgun aus dem Stadion läuft. Von daher machen wir das einfach mal. Das hier wird jetzt das hintere Ende von der Schulterstütze. Ich finde, es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich frage mich, ob es ein bisschen klein ist. Während Johannes mit einem Teil von der Verkleidung fertig geworden ist, ging es bei Daniel mit Vollgas an dem Blech weiter. Jetzt nur noch 24 Löcher. Man merkt auf jeden Fall, dass du richtig on fire für das Projekt bist. Es ist jetzt endlich soweit, dass der Kugelhahn an den Tank kommt und wir dann den ersten Test machen können. Es ist jetzt schon nach 12 und wir müssen ja morgen um 10 Uhr fertig sein. Also wir müssen jetzt echt krass Gas geben. Das heißt, wir müssen die ganze Nacht durchmachen. Ja, 9 Stunden haben wir noch. Wir brauchen jetzt eine Dichtung, damit es hier zwischendicht wird. Und weil es jetzt schon zu spät ist, um irgendwo eine zu besorgen, haben wir jetzt hier was aus Teichfolie ausgeschnitten. Ich bin echt sehr gespannt, ob das funktioniert. Wenn das Projekt funktionieren sollte und wir das echt hinkriegen bis morgen früh, wäre schon krass. Und in der Regel geht ja auch immer noch eine Menge schief. Ja, vielleicht wird es auch noch. Wir haben jetzt mal Druckluft an den Tank angeschlossen und testen jetzt, ob der dicht ist. Das hört sich sehr schlecht an. Es war mittlerweile 1 Uhr nachts, als der Kampf gegen die Müdigkeit losging, beziehungsweise schon verloren war. Wir hängen das Rohr jetzt an einem Seil auf und streichen es dann grau, damit es aussieht wie eine richtige Shotgun.
Gott ist ein! Okay, ich würde sagen, das zählt, oder? Wir haben jetzt die Gummidichtung aus der Teichfolie wieder rausgeholt und eine neue aus einer Fußmatte gebaut. Das ist jetzt tatsächlich dicht geworden und wir haben es jetzt auf 10 Bar aufgepumpt. Das heißt, wir können jetzt einen ersten Test machen. Ich habe schon ein bisschen Respekt davor. Also wenn so ein Tank platzt, dann ist schon heftig. Und wenn man das Ventil aufmacht, ist quasi wie wenn so ein Tank platzt. Also wenn man es wirklich schnell aufmacht. Ich glaube, es kommt alles darauf an, wie schnell wir es hinkriegen, es zu öffnen. Wir machen das super schnell. Johannes, ist das denn die richtige Herangehensweise für einen ersten Test? Also beim ersten Test ist immer wichtig, vollen Druck drauf zu machen. Weil dann weißt du eventuell, ob es in Zukunft vielleicht besser als weniger drauf zu machen. Schon maximal ekelhaft, deinen Staubsaugerbeutel reinzulernen. Werden hier schon Barrikaden aufgebaut? Ich schütze mich. Und ich will das volle Erlebnis haben. Eins ist sicher, diese Nacht wird niemand vergessen. Ich bin bereit. Check! 3, 2, 1! Wow! Junge! Ey, wie crazy war das? Naja, war jetzt nicht so krass wie erwartet. Brudi, das hat alles weggepustet. Das war voll entspannt. Ja gut, dass du ein paar Sachen weggepustet. Ah, ich hätte gedacht, es wird viel krasser. Junge, das war das Krasseste, was ich jemals erlebt habe um 4 Uhr nachts. Das war echt harmloser als erwartet. Ey, wie krass ist das bitte? Der Stuhl ist einfach kaputt gegangen. Da fehlt einfach ein Stück. Immerhin etwas. Ey, diese Explosion reicht locker, um die Bälle durch das ganze Stadion zu schießen. Ich bin gespannt. Als nächstes würde ich sagen, wir schrauben jetzt das Rohr davor und dann füllen wir einfach ein paar Bälle rein und testen mal, wie weit die fliegen. Wir fragen uns gerade, ob es sein könnte, dass das Rohr tatsächlich platzt, weil die Bälle dann drin sind und die Luft irgendwo hin will. Ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich hoffe, dass es hält, weil sonst haben wir echt ein Problem. Ich glaube, das Rohr platzt. Du bist optimistisch. Ja, ich habe es hier angestrichen. Wir haben jetzt genau 5 Uhr morgens und machen jetzt den ersten Test mit den Mini-Fußbällen und schauen dann mal, wie weit die fliegen. Wer sammelt die ganzen Bälle aus dem Wald ein? Ich schieße nicht in den Wald, es ist ja Umweltverschmutzung. Ist okay. Also es sah schon cool aus, aber es war jetzt nicht weit genug, würde ich sagen. Also wir müssen fast 100 Meter weit schießen und ich denke, die weitesten sind jetzt so 30 geflogen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir die Bälle in einzelne Röhren stecken, dass die dichter sozusagen abschließen, weil jetzt ist es ja überhaupt nicht dicht, da kann die Luft ja links und rechts neben den Bällen vorbei. Wenn das nicht funktioniert, dann Jakob, wo habt ihr die her? Aus dem Wald. Ah! Ah! Wow, Alter! Ah! Was ist hier los? Hier ist gerade eine spontane Völkerballschlacht ausgebrochen. Oh. Los, los, los! Das ist geil gerade! Das ist einfach so riesig. Das passt kaum auf den Anhänger. Das wird mega rausstehen. Uns blieb nicht mehr viel Zeit, die Shotgun fertig zu bauen, als es plötzlich anfing, in Strömen zu regnen. So,
warst der Einzige, der unerbitterlich weitergemacht hat. Wir können uns keine Regenpause erlauben. In einer halben Stunde müssen wir fertig sein. Während Daniel sich die Haare geföhnt hat, hat Max mit seinen letzten Kräften versucht, das Magazin für die Bälle fertig zu bauen. Ey Max, war eine lange Nacht, oder? Viel zu lang. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind zwar eine Stunde zu spät, aber unsere Shotgun ist endlich fertig. Das wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr spannend, weil wir noch gar keinen Test gemacht haben, obwohl wir jetzt da vorne den Lauf alles nochmal komplett umgebaut haben. Wir fahren jetzt zur Generalprobe und machen da den ersten Schuss. Ich bin echt sehr gespannt, ob das klappt. Ey, ich habe schon ein bisschen Respekt davor, ob es funktioniert. Ja, ich hab mega Bock. Ich will's jetzt abfeuern. Wird das ein guter Test? Das wird die Leute sowas von umhauen. Seid ihr bereit für den ersten Test der größten Shotgun der Welt? Ja! 3, 2, 1! Ich habe absolut nicht gedacht, dass wir es schaffen werden. Und wir haben eine realistische Chance, dass es wirklich klappt morgen. Ich bin so pumped, mein Herz klopft so krass. Das Stadion ist heute komplett voll. Wir gehen jetzt mal rein und holen die Shotgun. Wir pumpen jetzt einmal nochmal auf, stecken die Bälle rein und dann geht's los. Vier Bälle noch! Wie viele sind da drin? 36! Das ist unfassbar, ihr macht wieder immer Scheißdreck. Die Wildlife-Geist wirklich nur wieder Sachen, wo du denkst, die spinnen einfach. Jetzt wird's ernst. Jetzt schießen wir gleich die Leute ab. Es ist so geil. Es ist krass, dass es funktioniert, dass wir das dürfen. Die Real Life Guys mit ihrer super Fußballkanone. Die größte Fußballkanone. Muss man mal kurz betonen. Johannes, das ganze Stadion wartet darauf, dass du jetzt losschießt. 5, 4, 3, 2, 1. Gegeben. Nun, Junge, ich hoffe, es hat der Trommelfell rausgehauen. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Bam! Ihr habt gestern in der Probe und heute schon wieder 3 Bälle übers Stadiondach rübergeschossen. Das muss man sich mal vorstellen, was da für ein Bums hinter ist. Ich habe das ja gesehen, wie die rausballert. Ich habe zusammengezogen. Das ist unglaublich. Ich bin echt mega froh, dass es am Ende jetzt noch so gut geklappt hat, obwohl wir so wenig Zeit zur Verfügung hatten. Ich habe auch richtig Bock, mit der Shotgun noch viel mehr rumzuschießen. Deswegen schreibt uns mal in die Kommentare, was wir damit alles abschießen sollen. Wenn ihr unsere Bauprojekte mal in echt sehen wollt, dann schaut mal bei uns im Shop vorbei. Da haben wir Tickets für Geländeführung. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir mit der Shotgun noch Sachen kaputt schießen, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dann. Tschüss.